Also herrlich, oder? Ah, das ist so schön. Sommer, Sommer, Sonnenschein, Platz in einem einigermaßen guten Zustand. Ja. Also grünt richtig gut. Ja, hier unten im Wald ist übrigens ein Pokestop für alle Pokémon Go-Spieler. Grüße an den Zoogolfer. Also nicht nur am Lüderich, sondern auch hier in Kürten. Was? Kann man Pokémon. Der Soulgolfer. Kennst du dich den Soulgolfer? Soulgolfer.de. Guck, vielleicht blende ich da mal hier was ein. Sehr gut, mach und das mal. Genau. Da kann man dann. Ist lustig. Netter Block. So, kurzes Par 4. 313 Meter. So ist es. Abschlag kurz gesteckt. Fahne hinten. Wie das ja, Sinn macht. Mitte? Die stehen hinter der Welle. Auf jeden Fall, wie auch immer, da hinten. Oh ja, doch, haben sie umgesteckt. Upp, genau. Und ja. Was schlägst du? 6. Ne, 6. Bisschen dünn. Ja, das war gut. Ja. Sollte nicht so hoch, weil dann hat der Wind in der Seite. Weil der Wind kommt von rechts. Ja. Und wenn der hoch geht, drückt der Wind den. Also habe ich den schön flach da unterhalb der Baumlinie langlaufen lassen. Hab ich mir gut überlegt. Super. Toll! Ich meine auch nicht. Eisen 5 für mich. Eisen 5 für ihn. Ja. Am Freitag hatten wir Mannschaftstraining. Hab ich einen Quickhook gehauen, der lag dann links auf der 8 quasi. Also wenn du die 8 spielst, rechts im Raff. Echt? Mhm. Auch von da noch ein paar geschenkt. Also quasi von hier aus links im Raff. Ja. Links. Aber auf der anderen links, Seite. Links, links, links. Links, links, links. Also das ist dann ungefähr ein Quickhook oder ein Hook das von 180 Metern. Ja, das war stark. Also nicht schlecht. Ja. Ja, aber sowas kann ich aber auch. Also wie gesagt, deshalb habe ich meinen Schwung ein bisschen umgestellt, meine Schwungebene ein bisschen umgestellt, weil ich sowas auch konnte. Und da geht jetzt der Wind nämlich rein, der ein bisschen nach links drückt. Ja, ist gut. Das ist ganz gut. Aber tatsächlich Ausrichtung, seitdem ja, ja. Ich kann besser durch den Ball gehen, nicht mehr so. Ja. Aber hast du gesehen mit dem Wind? Meinst du, hat den jetzt angepackt? Ja, ja. Okay. Weil da war Kerzen gerade der Schuss. Ja. Da hatte keinerlei Kurventendenz und der Wind hat den rüber gedeut. Hast du ja nicht gehört? Nee, ich habe nicht gehört. Deswegen liegt der Jascha dort. Und ich dort. Und ich bin einen halben Meter kürzer als der Jascha. Kannst du mal gerade lasern? Aber ja. Wie weit haben wir es denn? Also Lage ist sehr gut. Komme ich super dran. Lage? Ja, bitte. Und Anfang grün. Da ist der Pin. Hallo? Weißt du, wie man das hält es richtig rum? Klappt das? 129 Flagge. Ja. 111 Anfang grün. Okay, also 9. Dann die 9. Bergab, Rückenwind. Dann die 9. Oh, da kommt der Wind wieder ein bisschen, glaube ich. Ja, jetzt am Ende, ne? Und der ist lang, oder? Oh nein, ey. Scheiße, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, er kommt vor grün auf und titscht runter zum Bunker. Echt? Ja. Also liegt er da links. Sorry Leute, ich habe ihn nicht gekriegt. Schade, Markus. War ein guter Schlag. Aber du hast auch die Risikovariante gewählt. Also die Risikoseite, du hast auf die Fahne gestanden. Ich habe jetzt... Hier. Ja? Ja, ja. Okay, weil ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich eigentlich ne, gefühlt jetzt links, links, aber nicht so links, links, links. Also du ziehst rechts auf die Hügel. Ja, genau da. So okay, ja, also das wäre vielleicht cleverer gewesen. Da, na, erkennt man es ja. Rechte Hügel. Fahnenhöhe, die schmeißen es dann zum Grün. Pitching Wedge? Ja. 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 Sieht gut aus. Nee. Dreht auch zu viel? Oh. Ja. Wo ist er runter? Der ist Pin High. Pin High? Ja. Ich sehe nichts. Ach, hinter der genau. Welle. Genau. Aber der war wieder bei mir auch. Jut. Jut.
ist halt die Jahreszeit. Es wächst alles viel. Kam viel Wasser runter. Mhm. Nö. 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 Der war richtig geil. Hoffentlich hat er ein bisschen Spin gehabt. Hä? Ist nicht ganz tot an der Fahne. Du solltest dich nochmal durch den Bunker rollen, damit du den ganz haken darfst. Ah. Schön, Arsch. Oh. Oh. Hast du geübt? Das ist schön. Beim Timo? Bitte? Beim Timo? Ja. Ja, sehr schön. Das ist noch ein kleiner Tester. Aber das solltest du hinkriegen. So, ich werde euch mal hier abstellen hinten. Kann der Timo, sag ich schon, kann der Markus ein wenig Musik anspielen. Dun, 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 dun. Zack. Herzlich willkommen. Er hatte fast zu viel Spin, das bin ich ausgelaufen. Schön. Was ist das aber für ein cooler Ballmarker? Der ist gut, ne? Ja. Ist auch vom Timo, von der Golfreise im April in Spanien. Dafür jeden individuell einen Ballmarker fertigen lassen, mit Namen und Linie. Oh. Apropos Linie, wie siehst du die Linie hier? Das ist ein bisschen schwieriger. Bergab, ne? Das ist, glaube ich, eine Doppelkurve. Am Anfang sieht er aus, als würde er nach rechts weggehen. Und dann auch, oder? Ha, schwierig. Ja. Ich bin geneigt, den fast gerade zu packen. Ja. Komm, Birdie. Ah, lauf, 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 lauf. Er ist geschenkt. Oh, das hätte ich aber auch nicht gedacht, aber der war einfach auch zu schwach. Zum Teilen, wa? Ja. Semper. Gief, gief, hau rein. Ja. Oh. Oh. Was soll man dazu sagen? Pech gehabt. Schade. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, durch diese Nummer nicht mehr auf den Ball zu gucken beim Putten, sondern aufs Loch, gerade bei den kurzen Dingern, ja, dass du viel lockerer dadurch schwingst. Jordan-mäßig. Ja. Yeah. Also ich habe das jetzt am Freitag beim Training gemacht und relativ auch lange Putts entweder gut rangelegt oder gelocht. Ja. Und man ist nicht mehr so, ich neige ja so ein bisschen zum Überanalysieren. Und dann wird es mal ein bisschen krampfig. Na, ja, also ich weiß nicht. Na, das finde ich ja gar nicht. Also, dann wird es ein bisschen krampfig, ne? Du bist ja ein reiner Gefühlsspieler, meiner Meinung nach. Ja, ja. Danke, danke. Sehr okay. Schön. Also drei auf. Genau. Bisschen blöd. Was haben wir hier? Wir haben ein paar vier, die Nummer 8, 300. Wie viel sind's? Oh, es ist ein kurzes. Geht so, ne? Aber ziemlich bergauf. Also die Landezone, die seht ihr da hinten, ist ein Hang, also Gegenhang. Und du musst schon bis. Ja, ich glaube fast 100 Meter, ne? Ranfliegen, dass der noch läuft, ansonsten kommt der auf und bleibt liegen, ne? Ja. Ja. Driver für dich. Ich glaube, das geht. Ja. Das kriegen wir hin. Schauen wir mal. Wie ist denn der Wind jetzt? Hilft der? Bisschen von da. Ja. Also bisschen leicht hilft von ein bisschen und von links nach rechts. Ja. Okay. Bisschen nach rechts raus. Nicht so viel, du Sack. Grünen Bunker gestartet und dann nach rechts, ne? Ja, der liegt da unten. In dem Hang? Ne, unten in dieser Auffangwelle. Okay. Der war ganz schön lang. Ja. Der liegt da auch irgendwie auf 80. Ich habe nur mich Meter. Zwischendrin gefragt, ob du noch schlägst oder so irgendwie. Betest oder was da.
Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht, ja, weil ich habe mir überlegt, was ich spielen soll. Okay. Das war nicht sehr klug, aber ich habe es getan. Ja. Da habe ich eben noch gesagt, was du für ein kluger Mensch bist, ne? Ja, genau. Aber es liegt auch, wie gesagt, an meiner Schwungänderung. Ja. Deshalb brauche ich auch ein bisschen länger. Ja. Kennt man ja. Kennt ihr ja bestimmt auch. Dass wenn ihr gerade was Neues einübt, dass man schon mal über den Ball steht und diese was mache ich jetzt Mentalität habt. Ne, Markus? Kenn ich. Du kennst das ja gar nicht, Gott sei Dank. Ich irgendwie... So. Du kannst das ja einfach ein bisschen beschleunigen, wenn du ein Video schneidest. Ja, genau. Das ganze Gelaber einfach rausschneiden. Der geht in die gleiche Richtung. Ist der Wind ein bisschen? Ja, auch da. Ich weiß nicht, ob ich ihn gefunden habe, aber der müsste auch da hinten. Aber ganz ehrlich? Da liegt man ziemlich gut und das war auch... Ja, aber ich habe das Gefühl, ich stehe auf die Bahn. Ja. Und die gehen kerzengerade. Tja, Überraschung. Ja. Herzlich willkommen. Willkommen. Hallo zusammen. An der Stelle steigen wir ein. Denn, was hat sich verabschiedet? Leider hat sich das Mikrofon verabschiedet. Genau, und wann haben wir es gemerkt, Jascha? Wir haben es leider, gar nicht gemerkt. Gar nicht. Also gar ich habe es gemerkt beim Schneiden von den Videos. Er war schuld. Ja, mein Fehler. Und damit wir euch aber nicht diese Teile, auch die, ich meine, wir haben da extrem gut gespielt. Ja, das war voll, das war klasse. Also toll. Toll, toll. Einfach toll. Das nicht vorenthalten, haben wir uns jetzt endlich, ich glaube nach 2 Monaten, einen gemeinsamen Termin gefunden beim Käffchen, um euch die letzten Löcher da nachzuvertonen. Also zweiter Schlag an der Bahn Nummer 8. Wir haben beide nach rechts verhauen. Und verhauen, ich habe meinen rechts abgelegt. Ja. Verhauen, das ist ja eine Frechheit. Und wir steigen also hier ein zweiter Schlag für mich an der 8 aus dem RAF. Das war noch so, wie weit war das? Vielleicht 125 oder sowas? Oh, ja, das sind... 100, ja, 125. Fahren glaube ich, hinten. Ja, das Problem ist immer, du musst sehr weit bergauf spielen. Ja. Das spielt sich immer ein Schläger länger. Genau. Also ich habe dann, glaube ich, eine 8 genommen. Ich glaube, du hast einfach ein Eisen 5 gespielt von da. Nein, ich kann kein Eisen 5 auf dem Rad spielen. Ich denke, es war eine 8. Tolles Setup, ne? Ja, muss man mal... Also ist Wahnsinn. Also das war richtig Sommer. Deutscher Sommer, ehrlich. Ja. Das war schön. Ach, Markus, und schön super. Nach links. Schön nach links gepult. Ist der reingekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, der war links hinter den Bunkern, ist der geendet. Schöner Schleuderball. Ja. Das mache ich aber oft, wenn ich über den Ball stehe, dass ich den pulle. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, weil du das kompensieren möchtest. Ja. Ach, genau. Du warst länger, ja, aber... Länger links. Genau, länger... War das links? Nee, das ist rechts. Das ist rechts? Hier in dem, Mega-Gemüse. Was ist der Mega? Guck mal, wie super der liegt. Hat der sich gerade bewegt, der Ball? Ich glaube, der Ball hat sich bewegt. Das müsste hinter der 100 sein, das auf jeden Fall. Das glaube ich nicht. Mach zurück, das glaube ich nicht. Ja, nein. Das. Was hast du da geschlagen? Das müsste ein Lobwedge gewesen sein. Nein, das war eine 52, also Gapwedge. Gapwedge, ja. Mhm. Komm, Junge, du kannst das. Zack. War schon wieder umgefallen, ne? Ja. Das ist voll der Idiot. Warum macht er das? Ich weiß nicht. Er kann es wahrscheinlich nicht besser. Ja, guck mal, und ich ärgere hast mich du denn darüber. Das Grün getroffen? Ich weiß das gar nicht mehr. So lange her. Aber es sieht ein bisschen aus, als wäre der rechts. Nee, warst du rechts? Wintergrün hast du getroffen. Short? Ja. Ich meine, das war ja auch die Tendenz. Das war halt dann umfallen noch und genau, ich war da an dem zweiten Baum. Ja, genau. Aber ich reiß das Ding jetzt wieder raus, ne? Weil das ist halt meine Königsdisziplin, ja. Nicht. Chippen und putten. Das ist muss ich mir kurz eine kleine Notiz machen. Ja. Ich glaube, den wolltest du hochspielen. Quatsch, den wollte ich einfach nur ins Loch. Ich habe nur das Loch gesehen. Okay, also jetzt so 3. Was sind das, so 40 Meter? Zack. Ah. Zack. Gar nicht schlecht. Gesehen und zugeschlagen habe ich. Guck mal, ich bin sehr zufrieden. Ja, genau, da bin ich zwischen den Bäumen. Den wollte ich, glaube ich, dann flach spielen. Habe ich mit einer 9, meine ich, gechippt. Mhm. Also ja, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Vogeln aber aufkommen lassen. Oder auch vorne am Grün und zur Bahn laufen. Ja, war ziemlich gut. Oh, oh, oh. Und ein Bergaufpattern. Das besser. Hast du dir gut überlegt. Er ist noch ein bisschen zu weit gelaufen. Naja, aber das hast du dir. Also ich bin sehr. Ja, das ist toll. Schön. Macht Spaß, dir zuzugucken. Also mir macht das mehr Spaß, dir zuzugucken, als mir zuzugucken. Weil ich sehe direkt alle meine Fehler und ich könnte brechen, wenn ich das sehe. So, da denke ich mir so, boah, du Idiot, bleib einfach stehen. Oh, schön. Der bricht auch von links nach rechts. Schön weg. Also stehst du auch nach links. Und ja, ich habe den voll rausgedrückt schon wieder.
Ich muss echt, ich sollte vielleicht einfach Bridge spielen. Ja. Also, falls jemand von euch Lust hat, einen Bridge-Club aufzubauen. Ich glaube, glaub jetzt im Winter beim Damengolf, die machen das. Ja, ne? Ja. Jetzt habe ich mir gerade meine Haare abgeschnitten. Das finden die bestimmt gut. Das heißt, du liegst 4, ich liege 3. Ja, ja, genau. 3? Ja, ja, streich. Das heißt, den zum Loch gewinnen und für nur noch 2 auf. Aber hast du nie gemacht. Ich weiß es gar nicht. Nee? Nee, nee. Weißt du das noch? Du hast schlecht gepattet an dem Tag, ja, ja. Oh ja, viel zu viel. Das weiß ich noch. Okay. Der hast mir hoffentlich geschenkt zur 5, ne? Ja, klar, ja, natürlich. Zur 5? Also, sowas lasse ich dich doch nicht zu Ende patten. Und ich kann jetzt noch... Der musste dann rein zur 5. Den habe ich auch geteilt. Den habe ich auch reingemacht. Mhm. Das ist gut, wenn du das immer vorher sagst, weil dann ist es gar nicht mehr spannend für Leute, die das Video gucken. Mal so an der Stelle. Ach so. Ja, tut mir leid. Also, Überraschung. Ich werde mich besser, ich gelobe Besserung. Wir haben ja noch ein paar Löcher. Ja. Also ich habe den natürlich nicht reingemacht. Den habe ich bestimmt daneben geschlagen. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Du spielst übrigens immer ohne Gürtel, ne? Das geht auch nicht. Na, das war an diesem einen Tag, das weiß ich noch. Den habe ich vergessen. Ja. Das war auch so eine Nummer, da bin ich direkt, da habe ich von der Arbeit... mich dahin gequält, bin dahin geflogen, bin kurz nach Hause, Hose aus, andere Hose an. Spannung. Bisschen links, rechts. Quatsch, mitten rein, den muss man reinsetzen. Ja, genau. Hast du übrigens nicht gemacht. Oh, guck mal, ich war zufrieden. Hast du gesehen, wie zufrieden ich war? Das heißt, 2 auf. Nur noch. Habe ich ihn einfach mal wieder durchs Break gedrückt. Okay, das ist die Bahn Nummer 9. Paar 3, 100. Warum schlage ich denn ab? Wieso schlägst du ab? Ich weiß nicht. Haben wir was verpasst? Auch das noch. Nee, nee, das hast du, glaube ich, einfach gemacht. Ja? Ja. Was hat die 100... Tut mir leid. Alles gut. Das wollte ich nicht. Ist ja gut. 145 Meter, meine ich. Ja. Fahne steht hinten, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Da, das sehe ich nicht. Guck mal da. Ich glaube, hinten. Ja. Und das ist wahrscheinlich eine gechippte 7, ne? Eine gepouchte 7. Eine gepouchte, genau. Eine gepouchte 7. Ich darf einfach nicht so viel umfahren. Ah, okay, das war echt. Warst du nicht mit zufrieden, richtig, glaube ich. Das war richtig schlecht. Die steht hinter der Welle, die Fahne. Mhm. Ah, rechts. Da rechts runter, ist er, ja. Ganz rechts ist er runtergekommen. Hinter Bunker. Also hinter Bunker rechts. Ich glaube, den habe ich sogar noch gefunden. Guck mal, das war besser. Das war besser, schon mal besser. Da bleibst du auch. Das ist auch oft so bei mir. Guck mal, da war kompakter. Richtig ein bisschen dick. Der war ein bisschen dick. So. Kompakt. Mhm. Kompakter. So, was hast du gespielt? Hast du dich ich spiele, glaube ich, immer eine 8. Immer eine 8? Mhm. Weil ich aber mir 8 da. Das Mitte grün. Genau. Okay, also weil du gehst nicht auf die Fahne, sondern du legst aufs Grün. Nee, weil das ist. Links ist aus, lang ist aus, rechts ist der Bunker und Gemüse. Ein bisschen. Ich meine, das war eine 8. Aber es macht auch Sinn bei der Bahn, da kann man ruhig mal passiv spielen. Da muss man also ein paar reicht ja, ne? Mhm. Ja, weil der blickt so ein bisschen, ne? Das wenn du, ist wenn du hier eine 7 spielst und pulst die ein bisschen, dann bist du links hinten direkt im Aus. Mhm. Ja, wie bei mir. Und wenn du mal schaust, die Abschläge, ich meine die Abschläge, das sieht man hier auch, die sind komplett scheiße gebaut. Also die zeigen eigentlich links aufs Aus. Ja. Insofern stehst du immer auf dem Abschlag und hast ein doofes Gefühl. Weiß ich gar nicht. Der sah jetzt ganz okay aus. Ich hab's auch nicht mehr im Kopf. Das ist schon so lange her. Aber ich zoome auch noch rechts. Keine Ahnung. Du bist bestimmt im Bunker? Warst du im Bunker? Kann sein. Ich glaube, du warst im Bunker. Shit. Ja, guck mal. Ruhig, Lübcke. Ach, der lag doch an der... Lag der nicht an der Kante? Stimmt, der lag scheiße, ne? Ja, ja. Der lag ziemlich scheiße. Also, der Körpersprache nachzuurteilen war nicht so gut. Oh ja. Oh, ja, ja, genau, da war das. Stimmt, jetzt habe ich es wieder. Nick hat okay. Zwei. Mal kurz einen Einschub. Nick hat 2 auf gewonnen. Das heißt, wir liegen jetzt in der Winterrunde 3-1. Sehr gut. Aktuelles Turnier. Ja, schön, Nick. Den hast du aber gut rausgespielt. Ich weiß es gar nicht. Doch, mehr. Doch, doch. Ich meine, ja. Den hast du gut rausgespielt. Aufs Grün? Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber guck mal, ich liege da links, oder? Ja, okay, ja, ja. Halt noch die Kamera ruhig, Junge. Da, ja. Da hast du berührt. Plus 1. Quatsch. Das ist ja ein angewachsenes Gras. Das darf ich berühren im Bunker. Das wächst ja noch. Ein Todesgras darf ich nicht berühren. Ja. Also, der war okay für diese Situation. Das kann man mal machen. Weißt du, was ich heute gemacht habe? Nee. Mal kurz als Einschub. Ich habe übrigens grün fast getroffen. Das war super von mir.
Ich habe heute, wir hatten Matchplay. Ja, also Winterrunde ist so ein wie Ryder Cup bei uns. Genau, ein bisschen Ryder Cup mäßig. Und wir haben Foursome gespielt. Vierer, klassischen Vierer. Klassischer Vierer, Foursome. Und wir lagen alle im Bunker. Mhm. Also zwei Bälle im Bunker, der Gegner und wir, unser Team. Die Gegnerin war das, hat aus dem Bunker gespielt, hat den rausgespielt. Ja. Ich habe gesagt, ich harke, habe meinen gespielt, nicht rausbekommen. Mhm. Der ist wieder zurückgerollt, da war mein Teampartner dran. Mhm. Und ich habe schon mal ihre Fußsprung gehakt. Ja. Zwei Strafschläge, Lochverlust. Nein, das stimmt nicht. Doch. Nein. Wer sagt das? Die Nina Teitscheid. Da hat die keine Ahnung. Ist falsch. Also eigentlich muss sie es machen. Also aber ich habe... die Bunkerspuren beseitigen. Wir hätten also ganz kurz, noch spielen müssen aus dem Bunker. Ja. Ich habe nicht nein, so du kannst. Das ist eine alte Regel. Also du darfst ja, wenn du nicht deine Lage verbesserst oder deinen Stand, darfst du ja den Bunker haken aus Gründen Spielbeschleunigung und Platzpflege. Also die Regel gilt ja seit 3-4 Jahren. Da hat die Nina keine Ahnung. Also sorry, dass ich das jetzt so sage. Ich weiß nicht, ob sie es schaut, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Nina. Der zum Paar... Oh, schade. Das war aber auf jeden Fall ein schöner Vater, Markus. Aber das ist lang geworden. Guck mal, das ist noch lang geworden. Also ich erinnere mich, die Grüns, ich meine, die sehen auch gut aus. Die waren wirklich, an dem Tag richtig gut. Die waren richtig. Aber die waren das ganze Jahr über richtig geil. Die Grüns waren richtig geil. Auch jetzt sind die noch richtig gut, ja. Zwei, drei Grüns haben ein bisschen Schneeschimmel, aber sonst, Leute, kommt nach Kürten, das lohnt sich. Geiler Platz. Ich glaube, wir haben jetzt auch Wintergreen Fees, ne? Ja, seit letzter Woche. Aber hier mit der Regel, ja gut. Aber ich meine, das ändert nichts am Ergebnis. Aber ja gut, wenn die schon so spielen müssen, ja, um dann Nein, das war ganz freundlich und nett gesagt. Also sie hatte das selber nun mal den Fall. Okay, also der zum Paar, ja, wahrscheinlich vor 10 Jahren. Da war die Regel auch noch anders. Sein. Aber da stehe ich gut. Mach ihn rein, Junge. Nein. Schade. Der war sicherlich geschenkt zur 4. Ja. Und dann musste ich rein zur 4, um zu teilen und 2 down zu bleiben. Das war ein Bogey, ne? Ja. Ja, den ersten Putt habe ich echt nicht gut gespielt. Ich muss ganz unauffällig. Mhm. Man hört das auch gar nicht. Meinst du, das hört man? Nein. Komm, Markus. Markus! Schnell. Oh, hast du wieder voll durchgedrückt, ne? Schade. Ja, dann war das eine 5, Doppelbogey. Dann war es wieder 3 auf. Also nach 9, 3 auf. Und große Enttäuschung. Ja. Muss man mal so sagen. Das war auch schade. Ja, du hast ja an dem Tag, hast du es dir verpattet. Das war dann das Ende von Teil 3. 3 Down. Ja? Nach 3. Ja, das war die 9. Achso, dann machst du da immer einen Cut rein. Nach 3. Das war dann, okay. Und das heißt, das nächste Video seht ihr dann ab der 10. Und Bis später. Bis später.